sind wir. Oh ne, die fangen hier schon wieder an, ein neues Nest zu bauen. Was für eine coole Szene. Aber nichtsdestotrotz sind wir wieder mitten im Horror. Oh. Zurück zur Luftschleuse. Mach ich gern. Oh Mist, wir haben gar nichts dabei. Doch, wir haben. Ah! Wo sind wir hier? Oh shit. Pumpgun-Munition. Ich hoffe, die Mami hört's nicht. Na klasse, das kam irgendwo von hinten, Scheißviech. Also jetzt lasst mich endlich hier raus, verdammt. Ich habe keinen Bock mehr, auf diesem Scheiß-Alien-Haufen hier zu sein. Bevor da nochmal so ein kleines Viech rauskrabbelt, habe ich echt keinen Bock drauf. Und hier, das machen wir auch gleich platt. Flammenwerferöl, sehr schön. Ah, alles keucht und fleucht hier. Ekelhaft. Wie konnten die so schnell hier überall Eier legen? Das sind echt sehr, sehr gebärfreudig, die Viecher. Also was, ich werf da mal eine Leuchtfackel rein. Ich meine, da liegt eh noch eine. Hallo? Da kam doch die Zweifachin. Na also. Da ist der hier. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Da können wir nirgends hin. Das ist eine Sackgasse. Schade. Dann geht es natürlich nur in die andere Richtung weiter. Ja, noch mehr Flammenwerferöl, sehr gut. Vorsichtig bleiben, vorsichtig. Hier sind noch mehr von diesen Viechern, glaube ich. Ja. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Da kommt bestimmt gleich noch mal eins. Ich habe das im Gefühl. Noch mehr Flammenwerferöl? Mist.
Okay, okay. Scheiße. Sieht ja noch verratzter aus hier alles wie davor. Alles im Bach runter und wir müssen gucken, dass wir hier rauskommen. Hier entlang. Ah, eine Gitarre, die nehmen wir mit. Schade, dass wir die Gitarre nicht spielen können. Würde mich jetzt ein bisschen beruhigen, hier ein bisschen hinsetzen, Gitarre spielen. Country Road singen. Ein bisschen was am Lagerfeuer grillen. Yeah, yeah, yeah. Noch mehr Flammenwerfermunition. Wow, ich muss es einfach nur durchschaffen. Wie genau geht's hier weiter? Hier geht's nicht weiter. Verbrennen wir jetzt nur die Finger, sorry. Wir brennen tatsächlich. Kommt hin. Ja, zugegeben, das war vielleicht ein bisschen ein blöder Platz zum Medikit bauen. Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Alles klar, wir müssen es einfach nur durchschaffen. Der Anfang war da ja gar nicht schlecht hier rüber. Autsch. Ah, da kam doch der Zug letztes Mal, wenn ich hier weitergehe. Hier geht's aber auch nicht weiter, das heißt, wir müssen da vorne lang. Ob wir wollen oder nicht. Zu knapp. Zu knapp. Wir leben immerhin. Zu knapp. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Komm schon. Kommt kein Zug? Kommt doch ein Zug. Hätte mich doch jetzt auch gewundert. Komm schon, Amanda. Jetzt aber raus hier. Uns reicht's. Ich glaube, hier geht's raus. Autsch.
Wir können geradeaus oder hier rein. Ich hab's irgendwo keifen gehört. Wenn ich jetzt hier aber nicht was voll Tolles kriege, dann finde ich das voll unfair, dass sie uns hier reingelockt haben. Scheißviecher. Die können aber nicht zu uns rüber hier, oder? Hier fällt alles auseinander. Wir müssen echt gucken, dass wir hier langsam rauskommen. Autsch. Scheiße. Wie kommen wir hier raus? Nein, die Scheißviecher habe ich nicht mehr gedacht jetzt. So, jetzt aber diesmal machen wir die Viecher platt. Versuchen wir auch die, wo jetzt da vorbeirennen. Ja, man kann sie erledigen. Jetzt komm doch mal vorbei. Nee, traut er sich nicht. Schade. Ich mach die jetzt lieber mit dem Flammenwerfer platt. Ich glaube, ich doch ein bisschen sicherer. So, jetzt die Leiter runter und oh, welche Überraschung, wir fallen runter. Das kennen wir ja schon. So, und jetzt, wo geht's hier raus? Ah, hier rausklettern, okay. Riley, sind Sie hier? Bitte antworten Sie! Whitney, ich dachte, ich hätte Sie verloren. Sebastian Bull zieht uns mit runter. Die Anziehungskraft hat die Bühne verzogen und wir kommen nicht von der Station los. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evakuieren Sie zur Wartungsbühne. Ah, wir brennen. Nein! Nein! Ah! Schnell Medikit nochmal reinhauen. Ich habe gedacht, wir können vielleicht durch die Lüftungsschächte durch, aber dem scheint nicht so. Cool, auch wenn es hier ein bisschen dicke Luft ist, so viel Zeit muss sein. So, und jetzt aber. Ah, den Raumanzug können wir nicht anziehen, oder wie? Nee, da liegt der schon draußen. Nee, lieber neuen anziehen, ist viel besser.
und dann in die, hinein in die Luftschleuse. So, jetzt, wie sieht's aus? Wo ist die Torrance? Ist da, ja, ich glaube, da hat die angedockt. Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn es hier ein Happy End geben würde, wenn wir es wirklich schaffen sollten, hier lebend rauszukommen. Beziehungsweise die Amanda. Ich würde es echt cool finden. Aber es ist ja hier kein Disney-Film. Von dem her, bei Horror-Game muss man ja immer damit rechnen, dass es ein böses Ende nimmt. Wir werden es gleich sehen. Das einzig Beruhigende an der Situation, dass hier alles in die Luft fliegt, ist doch echt, dass die Aliens dann auch weg sind. Ah, Treppensteigen. Selbst eine Schwerelosigkeit ist ein schweres Unterfangen. So, das müsste das eine sein. Eine Schlüsselkarte. Und dann noch zur anderen Seite, da müsste das andere sein. Schlüsselkarte und Login. Zerstören Sie die Bolzen, okay. Okay, und dann auch die Nummer 4. Ein Glück, dass die Amanda Mechanikerin ist. Ich hätte keinen Schimmer, was wir hier machen müssen oder können oder sollen. Na super. Das Scheißviech. Viecher. Ja.
Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Was genau ist da gerade abgegangen? Da waren 4 Aliens um uns rum und auf einmal schleudert sie alle weg. Die Sevastopol explodiert voll. Ich hab's irgendwie nicht ganz so geschnallt. Vor allem nicht, wo es uns hingeschleudert haben und warum wir jetzt auf der Torrens sind. Naja, sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Kann ich ja meinen Anzug ablegen? Nee. Wo geht's da lang? Und ich habe die Befürchtung, dadurch, dass ja niemand den Funksprüchen gerade hier geantwortet hat, dass hier leider auch Aliens an Bord sind. Verlaine? Was sag ich? Scheiße. Shit, shit, shit. Oh Mist. Ich glaube, wir sind in der echt eine Scheiß-Situation. Wie kommen wir hier wieder raus? Gar nicht. Sind wir tot? Wir treiben einsam im Weltall umher. Oh no. Das war's. Alien Isolation. Naja, es war zum Schluss noch ein Scheinwerfer zu sehen, ich glaube. Wir wurden letztendlich doch gerettet. Von dem her. This is Ripley. Doch ein Happy End. Redet da jemand noch im Hintergrund? Ich möchte ihm da nicht ins Wort fallen. Nee. Nur leise Musik. This is Ripley. Da war wieder die Stimme, aber ich glaube, das gehört einfach zu dem atmosphärischen Abspann, der hier gezeigt wird. Ja, Alien Isolation, finde ich, hatte echt viele coole Elemente. Allein dieses Agieren von dem Alien, dass es so unberechenbar war, war manchmal echt fies und nervig, aber hat es auch echt spannend gemacht. Teilweise hat es sich dann doch ein bisschen gezogen, hatte viele, ja, Szenen drin, wo man, denke ich mal, ein bisschen abkürzen hätte können, die Story im Allgemeinen. Aber ich fand es ein unglaublich atmosphärisches Spiel und konnte mich da echt gut in das Spiel hineinversetzen und hat mir echt Laune gemacht zu zocken. Ja. Was sich als nächstes Spiel, weiß ich noch nicht. Falls ihr wieder zuschauen wollt, schaut einfach mal vorbei auf meinem Kanal. Ja, in dem Sinne verabschiede ich mich und lasse euch mit dem Abspann noch ein bisschen alleine. Ciao! The network will pick me up. This is Ripley.
signing off. Signing off.